Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von L.A. Noir. Und ja, wir sind immer noch im Verkehrsdezernat. Und stürzen uns jetzt direkt mal in den nächsten Fall. Worauf warten wir noch? Der Wagen des Konsuls. Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. PR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good. Get going. Okay. Better go earn our pathetic wages. Rimsky, O'Halloran. Intelligence has information on a stolen car racket. An abandoned vehicle. We catch all the good ones, huh, Phelps? Sounds like there's more to it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. You're on fire today, Einstein. Very funny. Come on, my intense protege. Let's go save the world. Well, let's save the world. Nehmen wir das Auto? Ne, das ist unser Auto hier vorne, ne? Das hier. Aber das, da könnte ich eigentlich auch mal einsteigen. Die Karre brauchen wir, glaube ich, auch noch fürs... Oder haben wir die schon gehabt? Ah, ich würde schon mit dem anderen Auto lieber fahren. Oder können wir, dürfen wir nicht mit dem fahren? Darf ich das auch nehmen? Nehmen wir die Karre. Ich fahre lieber mit der jetzt. You hear about Adrian? Broad in Seattle threw him out. Wife says she's gonna take him back. Women generally show more compassion. What are you talking about? Adrian dumped on her. He was humping the secretary. Margaret should show some pride. Pride comes before a fall, Bukowski. Talking from experience. Oh, ist auch gar nicht so weit hier, das Ganze. So kurz mal geräuspert und dann kann das losgehen hier. Das ist übrigens mein letzter, ja, wenn man so möchte, Urlaubstag. Jacobs Hinterhof. 14 Uhr. Phelps, traffic. I'm Officer Houlihan. Car's down the alleyway, detectives. We got a call about an abandoned vehicle. Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Wir prüfen erstmal die Sachlage und dann werden wir entscheiden, was das für ein Kerl ist. Und ich finde das so erstaunlich. Ich habe das zwar schon mal gespielt, das Spiel, aber ich kann mich an diese Fälle überhaupt nicht mehr erinnern. Das ist... so gut. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, um das Ganze ja wieder zu machen. Kennzeichen ist weg. We'll have to use the registration to trace the owner. Kein Kennzeichen. Also können wir es nicht identifizieren aktuell. Was ist hier passiert? Scheibe eingeschlagen? Kalifornische Fahrzeugsregistrierungsbehörde. Das hier beschriebene Motorfahrzeug ist hiermit registriert für den Gebrauch und Einsatz laut den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung. Gültig bis 31. März 48 Pickard Clipper Registrierungsnummer bla 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 bla. It's owned by the Argentinian Embassy. Das deckt sich ja mit dem, was eben gesagt wurde, mit den Flaggen. Irgendwas im Kofferraum? Empty. Na, empty würde ich jetzt nicht sagen. Da ist schon so eine kleine Werkzeugbox. Da könnte man ja auch mal reingucken, aber... wenn du sagst, es ist empty, dann ist es empty. Maybe if... no. Phelps. Was haben wir hier?
I don't think so. Ja. Dieser Baseball wird uns auch nie weiterbringen. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt mein letzter Urlaubstag. Ist heute Sonntag. Der 18.8. Ich weiß nicht, wann ihr die Folge sehen werdet. Ich habe bisher die erste Folge noch nicht hochgeladen. Konnte also noch nicht auf Kommentare eingehen, etc. Und hier haben wir wieder die ominösen Flaschen. Not everything here is going to be relevant. Nee, aber ich will trotzdem mal gucken. Achso, ich kann nur eine aufheben. Es macht auch Sinn. Warum soll ich zwei Flaschen nebeneinander aufheben? Aha. Das könnte ja, Combination wrench. Must have used it to remove the wheel lugs. Die Radmutter zu entfernen, okay. Ja, stimmt. Ja, ist ja klar. Fehlt ja das Rad. Haben wir noch mehr? Irgendwas hier in der Ecke vielleicht? Irgendwas Relevantes? Ups. Ich mache hier voll den Tatort kaputt. Ich bin aber auch ein kleines Trampeltier hier manchmal. Ich hoffe nur, dass das bisher so euch gefallen hat, wie ich das jetzt handle mit dem einen Fall pro Folge. Ich denke, darauf können wir uns auch einigen, weil es macht eigentlich keinen Sinn, so mittendrin irgendwie aufzuhören hier mit einem Fall und dann den weiterzumachen. Ich finde das eigentlich ganz gut, wenn wir so einen Fall pro Folge machen. I don't think this is gonna help us. Es kommt drauf an, in welche Situation. Also, wenn er da gleich aufmuckt, dann greife ich vielleicht wirklich mal zum Baseballschläger. Wir schauen einfach mal. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Ah. Die Flaggen. Da fehlt aber eine. I must have taken the flag as a souvenir. Can't have any street value. Vielleicht als Beweis, dass man das Auto wirklich kaputt gemacht hat oder mitgenommen hat. Stealing the wheels is for amateurs. A car ring would have stripped it in a warehouse. Hm. Es gibt noch mehr Beweise auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch kein Geräusch gehört, dass es hier erledigt ist. Irgendwas im Mülleimer? Was haben wir hier? Ein Dreirad? Das wäre lustig, wenn das irgendwie. Better see what this Jacobs guy has to say. The car was dumped in his backyard after all. Ja, warte. Ich will noch mal kurz gucken. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Also ich bin immer lieber extrem gründlich. Was haben wir denn da hinten? Was ist mit dir? Warum stehst du da so rum? Officer, I want to see. Clear this area immediately. His mother would be proud of him. Catching all those criminals. Verschwinden sie einfach von hier. Hallo? Hier kann ich nicht reden. Kann ich hier mit den Leuten reden? Kann ich mit ihr reden? Haben sie irgendwas gesehen? I don't know why you're doing that, buddy, but I wish you'd stop. Oh, übrigens, ich wollte auch nochmal was ändern. Ich habe extra vor der Folge, wollte ich dran denken. Ich wollte nochmal ein bisschen beim Sound, ich wollte einmal hier die Effekte noch einen lauter machen und dann mal schauen. Ich mache das, wie gesagt, ich mache das Step by Step. Ich gucke immer ein bisschen, ich optimiere das nach und nach, so wie ich es gerne hätte. Ich habe das Gefühl, es könnte besser sein, wenn ich so mache. Weil mir die Dialoge doch schon recht laut vorkamen, ich aber es nicht zu leise einstellen wollte, weil sonst wären die Soundeffekte so leise gewesen. Deswegen, so ist das ein bisschen enger beieinander. Es könnte sein, dass es hilft. Ich telefoniere erstmal kurz. Phelps, Badge 1247. Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanics workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Got it. Thanks. Thanks. Autohaus. Da können wir natürlich gleich auch nochmal hinfahren. Mal gucken, was die damit zu tun haben. Ich würde sagen, wir sprechen ihn erstmal an, oder? Oder gibt es noch irgendwas? Ich habe immer Angst, dass ich was übersehe, aber. Ich laufe noch einmal kurz hier rum, aber ich glaube, ich habe alles. Soweit. Helm ums Auto. Hätte hier auch schon. Auch schon. Hatten wir auch schon. Ja, ich glaube, wir haben alles mittlerweile. Ja, dann sprechen wir doch mal mit dem Kerl hier. Oswald Jacobs? That's right.
What exactly happened here, Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyways, last night I see this brand spanking new Packard up on bricks. Okay, was ist denn mit dem Zeugenbericht? Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw three goddamn Mexicans going to work on it. Sieht jetzt nicht aus, als würde er lügen. Und wir wissen ja nicht, wer es ist. Also wir haben ja keine Anhaltspunkte. Also das Einzige, was wir könnten, wäre es anzuzweifeln. Aber wir wissen ja nichts von der Herkunft der Leute. Ich glaube ihm das jetzt erstmal. Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them, I'll call the cops. So they loaded up their car and drove off. Tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. You speak Spanish, sir? No, I do not. Na, erzählen Sie uns mal mehr über diese Mexikaner, die Sie gesehen haben. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that car. Also, ich würde Ihnen gerne glauben, aber dafür müssen Sie an Ihrer Mimik noch ein bisschen arbeiten. Das ist nicht gut. Können wir beweisen, dass er am Auto war? Also, wir können nicht beweisen, dass er konkret am Auto war, ne? Das waren die Täter selbst. Die haben das Nummernschild natürlich abgenommen und nicht, ne? Das war wahrscheinlich auch ein Beweis mit der Flagge. Wir können nicht beweisen, dass er das war. Ich zweifle es zumindest. Ich bin mal der böse Cop. You went out to the car. Once they were gone, you had to take a look for yourself. I was curious. Ain't a law against that. So what if I took a look around that car? You can't be accusing me of nothing. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Mögliches Fahrzeug des Verdächtigen. Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. Können wir auch jetzt entweder anzweifeln oder... Können wir nicht... Wir können es nicht belegen. Und das Einzige wäre jetzt hier böser Cop oder guter Cop. Ich glaube ihm das mal. You look like the kind of guy who notices details. You're right there. The car was old, but it looked brand new. Candy apple red paint job stands out a mile. Fahrzeug mit abmontierten Teilen. Also er ist nicht so jemand, der uns hier verarschen möchte. Das eben hat er halt nur so ein bisschen verschwiegen, weil er sich nicht reinreiten wollte in das Ganze und vielleicht ein bisschen Angst hatte, dass er damit reingezogen wird, aber... What exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. Das stimmt nicht. Ah, nee, das ist nicht, nein. Why did you take the license plate? Me? Well, what I do with license plates? You saying I have them? Das Ding ist... Das klingt jetzt schon wieder so falsch. Ich will ihn ja nicht mit reinziehen. Ich will ihm nur sagen, dass da eben noch mehr geklaut wurde als die Reifen. Die fehlende Flagge nämlich. Aber ich habe jetzt Angst, dass das jetzt irgendwie... Ich will ihn ja nicht, aber ich kann es ja nicht... Ich will es nicht, ich will nicht der böse Cop sein, wenn ich doch eigentlich weiß, was gestohlen wurde. Ich will ja nicht sagen, es wurde irgendwas geklaut, weil wir wissen es ja eindeutig, wenn nur es jetzt... Scratching around in that book won't prove nothing. You should show me some respect. Okay, das war also blöd. Thank you for your help, Mr. Jacobs. You can speak to Officer Thibault about signing a formal statement. When you get the car out of the way, if you could come back and do something about those kids.
How about we bring you an umpire's mask? Okay, man muss... Jacobs dumped the book he was reading in a hurry when we walked up. You curious what he didn't want us to see? Gut, das wiederholen wir also am Ende der Folge nochmal. Ich glaube, ich hätte einfach anzweifeln sollen. Also ich sage immer anzweifeln in Wahrheit, weil das damals halt so war. Gewöhnt euch einfach dran. Ich finde das mit guter Cop, böser Cop irgendwie schwachsinnig, aber... Dann machen wir das später nochmal, würde ich sagen. Ich hätte es anzweifeln sollen. Mir war so, als hätte ich das belegen müssen mit der Flagge, weil wir wissen ja, was geklaut wurde und ich wollte Ihnen das einmal erzählen, aber... Ach, letztendlich wäre es anzweifeln gewesen. Ich hätte auch bei dem, was Phelps gesagt hat, eben auch schon drauf kommen können. Aber ich dachte, vielleicht ist das so eine Geschichte. Er sagt es zwar, aber es ist im Endeffekt doch dann anders, wenn man das auswählt, aber nee, leider nicht. Gut, weiß ich für die Zukunft. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Gut, dann würde ich sagen, können wir hier weg. Jacobs Hinterhof oder... Ne, das ist ja jetzt hier gerade. Nehmen wir das hier. Schade. Das lief so gut, aber... Ha. Place ought to be secure, sir. Ich sehe jetzt noch irgendwas. Ach, keine Ahnung. Ich gehe zum Auto zurück. Ich werde es am Ende sehen. Wenn 5-Sterne-Fall wird es ja, glaube ich, jetzt sowieso nicht mehr. It's a stolen car, not the Lindbergh baby. What more do you need to know? Ah. Ja, fahren wir mal zum Autohaus und sorgen mal für ein bisschen für Klarheit. Die haben bestimmt damit irgendwas zu tun. Kommst du mal rein, Partner? Ich wäre auch nicht abgeneigt, ein Straßenverbrechen jetzt noch zu klären. Sag ich ganz ehrlich. Hallo, 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 hallo. Aua. This has got to be the 50th abandoned vehicle call we have caught this year. One more and I'm gonna go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal. Tja, aber es ist halt das Verkehrsdezernat, ich meine. Machen wir. Bin hier in Schusslaune. Wollen wir ein bisschen eskalieren hier, Leute? Oh, unbelievable! Ja, oder? Was für eine tolle Abkürzung. Was würdest du ohne Cole Phelps nur machen? Der Wunderknabe der Polizei. Ich meine, das hat jetzt wahrscheinlich für die Wertung was gekostet, aber ich möchte ja sowieso alle Fragen richtig beantworten, deswegen spielen wir es am Ende sowieso nochmal. Aber ich werde euch das dann wieder ein bisschen zusammenschneiden, also ich zeige euch dann das, was neu ist. Beziehungsweise das... Ja, die ersten drei Sachen kann ich jetzt eigentlich auch auslassen. Ich habe ja nur die letzte Sache falsch beantwortet, dann würde ich sagen, zeige ich euch dann bei dem Kerl auch nur die letzte Antwort. Ich denke, so kann ich das Ganze ein bisschen abkürzen. Und dadurch, dass ich jetzt... Ja, wir sind da. Car 11K, we'll handle the help call. Go ahead, KGPL. 11K, shots fired. Tod von oben. I see you motherfuckers. Come on up here and get us. What is all this? Traffic stop from hell. Prowling unit pulls these guys over. Finds a trunk full of hardware like you wouldn't believe. They lose. Bullets start flying. And they snatch up the guns and one of the cops. Head to high ground to make their stand. And the officer? Up there. Still alive, we think. Who knows for how long. We'll keep him busy if you can find a way up, sir. Kann ich die nicht von hier abknallen? Ist er down? Nee, er lebt noch. Du mieses Schwein! Oh, bin ich schon stark angeschlagen oder was ist hier los? Ah, ist da drüben auch noch einer. Sehe ihn noch sogar. Kriege ich ihn von hier nicht oder was? Doch. Hey! Jetzt habe ich mir die Mütze wegballern lassen. Ich glaube, ich muss da wirklich hoch. This is worse than a war zone. Nimm mal die Knarre. Eigentlich wollte ich es gerade. Muss ein bisschen aufpassen hier.
Puh. Oh, ich würd's. Jawohl! Das habe ich früher übrigens nie gewusst, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, dass man aus dem Kofferraum Waffen holen kann und so ein Zeug. Ich gehe mit hoch. Wart auf mich, Partner! Du wolltest doch die ganze Zeit ein bisschen Action haben. Freu dich doch. You deal with him. I'll cover the street from here. Go on, get up there. Oh, okay. Du willst also nicht? Jetzt krieg ich wahrscheinlich einen Fuß in die Fresse. Put the weapon down now! Damn. Kaisel getötet. Ist jetzt einfach gefailed oder wie ist das jetzt? Oder. Ah, wir können es nochmal wiederholen. Okay, ich werde. Hallo? Hallo? Ich. Aber wir sind direkt wieder hier, oder was? Da ist es gut. Ja, gut, ich war ein bisschen. Das ist gar nicht so einfach, finde ich. Kann man das überspringen? Jo, kann man. Warte mal, ich nehme mir mal gleich eine richtige Waffe. Geh mal kurz hier. Lass mich mal kurz hier ran an ihn. Ja, ich weiß, aber. Ja, entspannt euch mal ein bisschen. Ich muss mir gerade eine Waffe aussuchen, okay? So, jetzt geht's euch an den Kragen. So, hoch da jetzt. It's clear. Come on, let's move. Jawohl! This way. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Nicht, dass das nochmal passiert. Ich finde das gut, dass ich jetzt nicht mehr dieses eine Stunde-Limit habe. Jetzt einfach nur einen Fall abarbeiten. Das ist sowieso viel schöner. Dann braucht man sich auch nicht unnötig beeilen. Ja, das goldene Gewehr. Das ist eine aber coole Waffe. Er switcht gleich sowieso wieder auf seine Pistole. Ich muss ihn diesmal treffen. Ich weiß jetzt, was er macht. Put the weapon down now. Ich weiß jetzt, was er macht. Ist er schon wieder tot? Er ist schon wieder tot? Nein! Verdammte Axt! Wir schaffen das, Leute. Alle guten Dinge sind drei. Ich war ein bisschen irritiert. Ich dachte, er ist gestorben beim ersten Mal. Ist er gar nicht. Da, aber habe ich ihn überhaupt erwischt dann? Leute, könnt ihr mal bitte aus dem Weg gehen? Ja, ich bin wieder da. Es ist so schön, dann mache ich doch gleich nochmal. So. Kannst du bitte da rangehen? Danke. So, jetzt aber. Wollt ihr, habt ihr Bock rauszukommen oder? Habt ihr Bock? Ihr kommt nicht raus. Nee. Was machen wir denn jetzt? Kommen sie jetzt irgendwie raus? Na endlich. Der hängt da irgendwie dahinter. Wo hört es da? Da ist er. Ist er runtergeklettert oder was? Wahnsinn. Ja, ist er. Da unten. Oder steht er nochmal auf? Ich habe ihn am Kopf getroffen. Der kann doch nicht mehr leben, oder? Einer soll aber noch da sein. Da ist er doch. Ey, der ist gut verschanzt, wirklich, diesmal. Respekt. Ja, haben wir ihn. It's clear. Come on, let's move. Diesmal bin ich vor dir, ich bin vor dir, ich bin vor dir. Ah, jawohl. Jetzt muss ich ihn diesmal treffen, das kann doch nicht wahr sein. Oh, ich will die Sollen wir nicht jede Waffe einmal benutzen? Für den Fall der Fälle habe ich mal abgedrückt. Oder muss man damit einen Feind erledigen? Ich will eigentlich echt nicht mehr so viel Zeit hier vergeuden, aber ich muss es schaffen. Put the weapon down now. Nice.
Alle guten Dinge sind drei, Leute. $11,000. I've been involved in a shooting. It's code 4 here, but suspects are down and I need an ambulance at Chateau and Valencia. Also notify detective headquarters. I'll need the coroner. My partner and I are okay. $11,000, roger on the ambulance and coroner. Detective headquarters will be notified. All units, $11,000 reports code 4 on the shooting at Chateau and Valencia. Code 4. So. Muss auch hin und wieder mal sein. Also wie gesagt, wir machen die immer mal wieder nebenbei. Und nimmt einen so ein bisschen aus dem Fall raus, ich weiß, aber gehört halt dazu. Deswegen. Good Samaritan Return Hospital. Vielleicht schaffe ich auch spielerisch leicht hier nebenbei alle Wahrzeichen. Das wäre sehr cool. Weil ich meine, bei der 100% Wertung, also, auf dem Weg zu 100% fahren wir sowieso überall lang. Deswegen sollte das eigentlich auch möglich sein, da alle Wahrzeichen zu finden. Aber jetzt geht's mal weiter mit dem Fall. Wir sind ja sowieso in der Nähe, von daher hat das eigentlich ganz gut gepasst. Autohaus Dewey Bros. Um 14.34 Uhr. Hier kommt die Karre also her. Don't tell me, let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new model four-door, and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, detective, but I know how we can find out. Follow me. Wenn Sie das sagen. Jetzt gucken wir in der Werkstatt nach oder was, ob der da fehlt an der Wand oder. We keep all our tools in here. Mind if we look around? Be my guest. You sure you guys aren't interested in a new car, huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do here. Der kommt dahin. Dann den etwas kleineren. Das ist der. Dann haben wir den kleinen roten. Das wird wahrscheinlich hier der 3/8 sein. Nein! Nee. 3/8. Right. Da soll er hin. Dann nochmal den gelben. Dann ist das markiert. Die einen sind die vom Gabriel und dann die anderen gehören Paul. One left. Welcher ist das wohl? Ist der, glaube ich. Nee. Wrong size. Gabriel Delgado is missing a 3/4. Gibt's denn noch mehr? Was haben wir da? Ein Hammer. Ja, wird aber nichts bringen. Like anything. Ist das vielleicht? Nothing significant. Nein. Ist einfach nur ein random Nummernschild. Nope. No good. We need diplomatic plates. Können wir mit dem Kerl quatschen? Nee. Hat er noch irgendwas? Dann müssen wir wohl mit ihm quatschen.
So wirklich schlauer sind wir jetzt hier nicht geworden, außer dass wir jetzt wissen, zu wem wir fahren können. War halt von diesem Keller, die von diesem Gabriel Delgado fehlen halt, das ist halt sein Schlüssel. Aber ansonsten. Ist da sonst irgendwas Interessantes? Ach, ich mach hier alles kaputt. Ich mach hier einfach alles kaputt, ne? Gibt's hier sonst noch irgendwas Interessantes? Vielleicht hat er das ja irgendwo hier irgendwas hingeschmissen oder so. In der Mülltonne irgendwas. Oi! Ja, ich weiß, ich mach Krach, aber. Es ist nicht einfach. If you don't mind, we have a few questions. Ja, fragen wir mal, wo sein Mitarbeiter ist. Where can we find Delgado? I don't know. He sure as hell isn't here. Habe ich irgendeinen Beweis? Ne, kann ich nicht beweisen, ne? Woher soll ich wissen, wo er ist? Ich würde sagen, Zeuge meldet, dass alter Ford von verdächtigen Latinos zum Tatort aber das, trotzdem weiß er das nicht. Ich sag mal, böser Cop. Address, Dewey. Or my partner shoves her head in a car door. Okay, all right. Apartment 3103 Hill Street. And tell him from me. If he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to Kingdom Come. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards will steal anything the minute your back is turned. Das kommt mir jetzt für die Wahrheit vor. Ja. So that's Nein, it. Warum denn nicht? Like I said, the workshop's too close to the street. It's difficult to keep an eye on it. Mist, aber was soll's. We'll be keeping an eye on you, Dewey. And spreading the word that you don't like to cooperate with the LAPD. We really ought to take more time over the Packard, Phelps. Let's head back to the empty lot. Das sah mir so sicher aus, weil er hat normal geguckt. Das war wirklich kein... Also wenn... Wie hätte ich es dann belegen können? Gab's irgendwas, wo ich hätte sagen können, jo, das ist hier... Ich meine, das war ja das Thema. Das hat er ja angesprochen. Oder hätte ich ihm sagen müssen, das war von seinem... Ach, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zum nächsten Ort. Zu Delgados Wohnsitz. Aber wieso ist der eine nicht durchgestrichen? Da fehlt doch noch irgendwas dann, ne? Ich mache erstmal weiter. Es wird sowieso kein 5-Sterne-Fall, dann kann man auch später nochmal gucken. You read this story in the Examiner about the Navy developing three-dimensional movies? What's a dimension? You know, like a graph. Vertical axis is Y and horizontal is X. Well, that's clear as mud. Third dimension would be Z. So, things would be popping out of the screen. That's ridiculous. Scare people out of the theater. God's name would want that. I don't know. People scoffed at the idea of talkies in color. And look what we have now. Ich glaube, da wären sehr viele Leute scharf drauf, aber das... Nein, das machen wir jetzt nicht. Nein. Nein, 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 nein. Diesmal nicht. Wir kriegen noch genug Gelegenheiten, diese ganzen Sachen zu machen, aber jetzt nicht. Ich war mir gerade wirklich super sicher, weil normalerweise ist ja doch schon ein bisschen auffällig, wie die Leute schauen. Der hat jetzt wirklich gerade noch... Also das war für mich bisher der beste Lügner dann. Vielleicht hätte ich es einfach anzweifeln sollen wahrscheinlich.
Aber der hat mir keine Anhaltspunkte gegeben oder gab es irgendwas? Ich werde mir das einfach anschauen im Guide, wie man das beantwortet beim nächsten Mal. Also am Ende der Folge. So, Delgados Wohnsitz um 14.59 Uhr. Mal schauen, ob er überhaupt zu Hause ist. Okay, let's see what Gabriel has to say for himself. Wenn er zu Hause ist. Ja. Sagt ja keiner, dass er hier sein muss. Seid ihr zufälligerweise die... Ich wette, mit denen haben wir gleich noch zu tun. Gehen wir einfach rein, oder was? Wir platzen einfach rein. Wo ist denn hier jetzt? Normalerweise gab es doch hier mal so ein... Er hat gesagt Apartment 3, ne? Also Dings. Also oben. Darf ich auch an den anderen klopfen? Hey, keep it down, would you? My little girl just got to sleep. Hä? Darf ich nochmal klopfen? Nee. Er wird schon hier drin sein. Vielleicht. Yet. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Could you come inside? What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Ms. Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. Hmm. Eieieiei. Die Flagge. Und die Bibel. Er ist also gläubig. Aber hilft uns nicht weiter. Aber das hilft uns weiter. You are wrong about Gabriel. He will be a good father. Souvenirs are a dumb move. Already he works hard to provide for us. Unless you help us here, Anna, your little one won't be seeing Papa for a very long time. Kann ich hier rein? Nee. Familienfoto? Nee, Foto von einem Auto. Also es ist ein Autoliebhaber. Difficult to tell whether it's the suspect vehicle from the scene. Certainly Gabriel's pride and joy. Was haben wir hier? Irgendwas? Serving breakfast for two, Anna? You should have cleared up. Also er war heute noch da wahrscheinlich. Aha. Hier noch irgendwas? Kann ich hier noch irgendwie... Oh, da können wir auch noch in den Schuppen. Ich würde jetzt erstmal, bevor ich es vergesse, einmal ins Schlafzimmer gehen. Und dann können wir nochmal raus und dann gucken wir auch nochmal da in den Schuppen. Aber ich will es nicht vergessen, deswegen gehe ich jetzt erstmal hier rein. Eine Hülse? Eine Kugel? Don't think this is anything. Oder was ist das? Hm. Lippenstift vielleicht? Incidental. Unwichtig. Hier noch irgendwas? Was ist das für ein Flyer da unten? Ach, Notiz, eine Notiz. No good to me. Ja, dann würde ich sagen, auf in den Schuppen. Da wird ja wohl vielleicht irgendwas drin sein. Da könnte das gestohlene Rad drin sein. Also ich würde es in den Schuppen tun an seiner Stelle.
Und da ist vielleicht auch seine Karre. Ist da vielleicht seine Karre drin? Nee, das ist ja keine Garage, ne? Sonst irgendwas Interessantes hier vielleicht? Irgendwas Schubkarre hier? Ja, ich sage, die Leute da gleich, die werden noch ein bisschen. Die werden wir wahrscheinlich noch befragen oder so. Die sehen so ein bisschen aus wie die. Das kann doch auch kein Zufall sein. Ah, gehen wir mal rein hier, wa? Hier ist nur so ein kleiner Schuppen, aber hier könnten die Reifen sein, irgendwie. Haben wir hier? Ah, unwichtig wahrscheinlich. This isn't what we're looking for. Nö. Aber. Da ist es doch. Nicht das, sondern das andere, glaube ich. Probably nothing. Das hier. Hat eine andere Farbe. Diplomatic license plates. Das könnte von diesem Auto sein, tatsächlich. Uiuiui. Die Beweise sind erdrückend. Seems irrelevant. Auch nicht. Mehr kann man da auch nicht gucken. It doesn't appear to be connected. Irgendwo muss da. Der Reifen. Waren das zwei Räder, die er gestohlen hat? Ah, vielleicht war hinten noch einer drauf, oder? Ich habe natürlich auch nicht drauf geachtet, ob es mehr als ein Rad war. Ich dachte, das war nur eins, aber. Ja, dann würde ich sagen, können wir mit ihr sprechen, oder? Ich werde sowieso irgendwas übersehen haben. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich werde das, wie gesagt, dann am Ende sowieso nochmal spielen. Auch wegen der einen Frage, die ich falsch gemacht habe. Und dann die andere bei dem Autohändler habe ich auch noch eine falsch gemacht. Also falsch beantwortet. Also wir müssen sowieso nochmal durch. So. What do you think? Nein. Anna isn't giving You're us in the full serious story. Trouble, Try her again. Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. Warum könnte er denn das Auto oder diesen Autodiebstahl durchgeführt haben, Miss Rodriguez? Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? Sie ist wütend. Man, jetzt spielt es eh keine Rolle mehr. Ich habe den Fall sowieso schon verkackt. Was könnte sein Motiv sein? Ja, die gestohlene Flagge wahrscheinlich nicht. Die hat er mitgenommen als Andenken daran. Aber das ist ja jetzt nicht das Motiv. Oh, ich will das Auto. Ich will mal zum Auto und mir diese Flagge holen. Also dann kann er auch irgendwo in einen anderen Laden gehen und sich dann eine Argentinien-Flagge kaufen, irgendwie. Naja, es. Und das Kennzeichen hat er gestohlen, damit man das nicht zurückverfolgen kann, wahrscheinlich. Ich glaube mal, es ist eine. Ich gehe mal auf Wahrheit. Es wird wahrscheinlich falsch sein, aber ich mach's mal. His honor, Anna? He said Dewey's friend tried to make a woman out of him. He no longer respects this man, Dewey. He took the car to show this maricón that he is a man. Wann hatten Sie denn zuletzt Kontakt mit Gabriel oder Gabrielle? Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. Das ist nicht richtig. Können wir belegen, dass sie den vorher mal gesehen hat? Ne, können wir nicht. Aha, der Frühstücksteller. Ja, ja, ja. Ich glaube nicht. You keep lying to me, and I'll send you and your baby to jail. He lives here, but he hasn't come home. I swear it. Und was, wie erklären Sie sich dann diesen Frühstücksteller, der für den Frühstückstisch, der für 2 Personen gedeckt war? Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. He was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what and I don't want to know.
I love him. Na, jetzt geht's um die Kennzeichen. Das ist ja wohl eindeutig jetzt. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Ah, das ist jetzt eigentlich eine gute Situation, weil ich kann jetzt einfach mutig irgendwas auswählen und muss mir keine Gedanken um die Konsequenzen machen. Wir können nicht belegen, dass sie da irgendwas von weiß, aber wir können es zumindest anzweifeln. Sie guckt nun so, was soll ich denn davon? Ja, natürlich weiß sie davon. Die haben doch am Esstisch wahrscheinlich darüber gesprochen. Then tell us where he is. If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. You will see your son or daughter through a metal grate for half an hour a week. The start line is on 1st and Santa Fe. There is a spillway under the bridge that leads to the river. Many policia have wrecked trying to follow him. We will put in a good word for you, Anna. As far as we're concerned, this sits with Gabriel. Start line? That sounds like a street race to me. It's gotten out of hand this last year. No wonder Delgado has such an eye for fine automobiles. We know where the kid is. Let's go stop these clowns and get them off the streets. Yep. Und die Leute hier, kriegen wir Stress mit ihnen jetzt? Oder wenn die hier schon stehen? Gucken schon so. Ah? Son, you're a couple of slates short of... Ne, alles gut. Hätte ja sein können. Das sah mir irgendwie... bergwürdig aus. Das illegale Straßenrennen. Aber alles richtig beantwortet, Leute. Ich bin echt ein bisschen stolz auf mich, auch wenn das keine große Leistung war. Man leaves his pregnant girlfriend at home while he goes off to play cars. Pregnant girlfriends aren't always a barrel of laughs. Everyone needs to let off a little steam. Some guys wouldn't come back home at all. Are you talking from experience? You know we've got a siren, Phelps. Ja, quick as we shut one of these races down, another one springs up somewhere else. Kids used to steal cars to sell them. Now they just want to wrap them around a lamppost. The next 16-year-old I have to peel off the sidewalk, you're calling the mother. I've had enough of those to last me a lifetime. Das kann ich mir vorstellen. Doch, gibt auf jeden Fall angenehmere Jobs oder angenehmere Teile in der Polizei. Das ist natürlich immer der schwerste Teil. Wenn man den Familien dann eben Bescheid sagen muss, dass die eigenen Kinder gestorben sind oder generell, wenn man den Angehörigen Bescheid sagen muss. Also wenn du da nichts fühlst, dann bist du entweder eine Maschine oder ein Monster. Oder beides. Gut, aber das bedeutet auch, dass ich euch dieses Gespräch nicht mehr zeigen werde gleich. Also gleich sage ich jetzt, aber ich weiß ja nicht, wie lange der Fall noch geht. Aber wir haben ja kein Zeitlimit, das ist auch sowieso viel, viel besser. Denn es ist auch alles schön geordnet und übersichtlich. Und ich kann immer den Parttitel auch nach dem Fall benennen und so. Das ist schon gar nicht so verkehrt. Uiuiui, illegales Straßenrennen. There's the red Ford. That's Delgado right there. Quick, they're getting away. Top. Phelps, 1247. Der rote Requesting ist er. Requesting assistance at 1st and Santa Fe. Reports of an illegal street race. Der rote ist, ist der Gegner, ne? Delgado. Yep. He's getting away. Gonna lose him. Ja, ich weiß, aber die sind gerade ein bisschen am Stressen hier. Kannst du bitte mal anfangen zu schießen, Junge? Ah, den hat's. Den hat's aber mal richtig erwischt. Ah, Junge! Delgado is our boy. Forget the others. Scheiß auf die anderen. Vorsicht!
War das jetzt schlimm? Ah, ich glaube schon, aber ich habe eh keinen 5-Sterne-Fall. Das ist okay. Lay into his wheel arches. Come on. Step on it, Phelps. Take him out. Versuche es doch. Ich komme nicht richtig ran. Halten Sie das Fahrzeug an. Verfickte Scheiße. Halt die Scheißkarre an. Jetzt hier nochmal rüber. Soll ich ihn vielleicht gar nicht kriegen gerade? Kann seine Karre nicht einfach absaufen jetzt? Damn it, Cole, hold it steady. Aber wir sollen, glaube ich, noch weiter. Ja, und ciao. So. Satz mit X, das war wohl nix. Gabriel Delgado, you're under arrest for Grand Theft Auto. Fuck you, puto. You should speak to the maricón. Valdez, I showed him. Now who's a man? I should have burned his fucking car. Grand Theft Auto wurde gedroppt. Habt ihr es gehört? Ich meine, das war's ja auch. You got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper. A car dealer we're gonna let slide for the kickbacks. And a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That Detective Phelps is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing and we need more of it in this department. Unser Partner war aber auch nicht verkehrt, also. Aber Phelps kriegt wieder das ganze Lob ab. So, das war der Fall. Ich habe natürlich ein bisschen Sachschaden. Hab 4 Sterne bekommen. 2 Hinweise haben gefehlt. Dann bin ich mal gespannt. Ich schaue mir gleich auf jeden Fall mal einen Guide an, wo alle Hinweise sind. Ich bin mal gespannt, welche ich übersehen habe. 2 Stück. Und natürlich zeige ich euch die richtigen Antworten nochmal bei den beiden Personen. Ja, dann würde ich sagen, einmal weiter und dann geht's aber auch schon in den Fall wieder. Und dann sehen wir uns gleich wieder an den jeweiligen Stellen. Ah, das gucken wir uns nochmal an kurz. You have any plans for weekend Liberty, Jack? My sisters have been working in Los Angeles in a bomber factory. They're coming down to visit. I'm meeting them at the station at 6. Good for you, Jack. Are they cute? They're my sisters, Hank. Attention! Final inspection before Liberty. Good job, Kelso. Are we going somewhere, gentlemen? Full inspection. It'd better be exceptional if any of you want liberty this weekend. Kelso, this carbine. The bore is dirty. No, it isn't. Are you arguing with me, Kelso? Do what you need to do, Sergeant. You know the bore is immaculate. Weekend liberty canceled. 2-day field drill. Clean this rifle. No. Do you know the penalty for insubordination, Kelso? Jack, don't do it. Forget him, Hank. He doesn't have what it takes. Are you two finished? Are you going to clean this rifle? No, Sergeant. Cole is right. I'm going to stop playing games and join a rifle company and fight the real enemy. Nope, das machen wir noch nicht. Und wie gesagt, ich mache den Fall nochmal, zeige euch einmal, welche Beweise ich vergessen habe und dann beantworten wir nochmal die Fragen richtig. Bis gleich, Leute. Fangen wir also an mit der letzten Frage bei Mr. Jacobs, die ich falsch beantwortet habe. What exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. Ja, da müssen wir den bösen Kopf spielen. Right. So what did you take, Jacobs? Do you want my partner to pat you down? I found a notebook in the glove compartment. I was gonna show you. It's on the chair on my porch. Thank you for your help, Mr. Jacobs.
You can speak to Officer Thibault about signing a formal statement. When you get the car out of the way, maybe you could come back and do something about those kids. Well, how about we bring you an umpire's mask? Ja, und jetzt kriegen wir neuen Content, denn von diesem Notizbuch haben wir bisher noch gar nichts gewusst, weil ich das eben nicht richtig beantwortet habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe das an diesem Spiel einfach, dass man davon profitiert, wenn man die Leute richtig befragt und die richtigen Antworten, also die richtigen Schlüsse draus zieht und man deswegen auch an mehr Hinweise kommt, die einen dann weiterhelfen können im Fall. Ich finde das so gut eigentlich. Dieses Notizbuch hier. Und das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Von einem gewissen Juan Francisco Valdez. Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. I'll run John Madsen by R&I. Ah, süße Stimme, gutmütig, höflicher Kerl, volle Lippen, Baseball-Fan, muss man umschmeicheln, mag Bonbons mit Kirschgeschmack, engelsgleiche Züge, olivfarbene Haut, blonde Locken, gebräunt mit blauen Augen, groß und schlank, breite Brust, zierlich. Das wird nämlich gleich noch relevant, Leute. Also da kommt noch einiges jetzt auf uns zu jetzt hier im Laufe des Falls. Ich habe da wirklich ziemlich viel verpasst dadurch. Aha. Contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. Schlanke Hüften, dunkel, sieht gut aus, besonders schüchtern, mag Geschenke, sehr naiv, besonders blass, engelsgleiche Züge, reizbar. Eieieiei. Da kommen wir gleich aber noch drauf zu sprechen. So, jetzt können wir noch einmal telefonieren für einen extra Dialog. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Can you put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. Hello, can I help you? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. What's this about? Is he in trouble? How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Wrong person, Mrs. Madsen. Sorry to disturb you. Are there any messages for me? There's just one message for you, Detective. A four-door Packard, diplomatic license number Paul Robert 706, was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thanks for your help. Yeah. Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. We'll follow up on the owner. Get a statement from Jacobs, and I'll read your report back at the station. Jawohl. We can visit the Packard dealership or head back to Central and interview this Valdez character. Your call. Wir gehen zum Consul Valdez. Denn den haben wir noch gar nicht kennengelernt. Und das ging nur, weil wir jetzt von diesem Notizbuch wussten. Hätten wir dieses Notizbuch nicht gefunden, das habe ich am Anfang auch nicht gefunden und auch nicht gehabt. This has got to be the 50th abandoned vehicle call we have caught this year. One more and I'm gonna go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal. Ja, das, ich kann mich nur wiederholen, dadurch, dass wir das Notizbuch eben nicht hatten, wir also nicht alle Beweise gefunden haben, kam es auch nicht zu dem Gespräch mit dem Valdez. Und das haben wir jetzt aber. Ecke First and Hill um
14.14 Uhr. Do we have a Juan Francisco Valdez in for questioning? Sure do, Phelps. Your bird's in interview too. And get this, he's wearing gloves and doing his best not to touch anything. Can you beat that? Sounds like we don't want to keep this guy waiting. It's this way. Ja, let's go, rein da. About time. Are you the senior officer I requested? I'm Detective Phelps and this is Detective Bukowski. Have you any idea how long I've been waiting to speak with you? I am needed back at the consulate and you keep me here like a common criminal. All right, friend, let's take a deep breath and start all over again. Mr. Valdez. Consul General. I insist on my full title. Herr Consul. So. Springen wir mal direkt an auf diese Liste des Packards. Where did you purchase the car? My secretary and driver arranged the purchase. A disreputable place, a Dewey Brothers by name. As soon as I can have it arranged, I will have my Hispano Suiza brought up from Buenos Aires. Das ist nicht wahr. Bought a Packard, Valdez? A snob like you doesn't drive an American car. I want answers or I'll smack you around the teeth. William Dewey offered me a substantial bribe to make a purchase at his establishment. It is not unusual to make this kind of transaction in the civil service. Oh, tell that to the Argentine taxpayers. Consul General, we have located your car. Can you tell us how it was stolen? It must have been stolen from the consular garage. Terribly inconvenient, of course. I want the perpetrator soundly flogged. Unfortunately, we don't do that here, your worship. Das ist auch wieder nicht wahr. You have a pretty good idea who stole the car, don't you, Consul General? Are you going to tell me, or do I shake it out of you? There's no call for violence. I suspect a disgruntled boy from the car dealership. You have a name for this kid? Gabriel, like the archangel. I have no surname. So, und jetzt kommt gleich ein Dialog, den ihr vielleicht schon aus einigen Memes kennt, selbst wenn ihr L.A. Noire noch nie gespielt habt. Die Verbindung zu Gabriel. So tell us about this kid, Gabriel. You had a run-in with him? Mechanical. A presumptuous young man who did not know his place. He presumed to ask me questions. We do a lot of presuming here in the United States, Consul General. It comes with the turf. You fuck young boys, Valdez. Are you a madman? This will cause an international incident. Genau das meine ich, aber im Endeffekt ist es doch nicht falsch, oder nicht? Denn dein Notizbuch hatte schon ziemlich komische Kommentare neben den Namen der Leute. Wir haben ja auch eben erfahren, dass dieser eine Junge gerade mal 16 Jahre alt ist. Warum schreibt er da solche Bemerkungen daneben? Haben Sie da eine Erklärung, Herr Valdez? Danny, Ben, Miguel, Tristan and Teddy. Full lips. Ring any bells? I'm sure we can come to some arrangement. Gabriel, spill it. A beautiful but impertinent boy. I mentioned rendezvous and the young man went quite insane. I thought he was going to kill me. I was prepared to pay. We'll be in touch, Consul General. Ja, der hat auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Dreck am Stecken. Also, eigentlich müssten wir den auch einbuchten, aber das wird wahrscheinlich nicht gehen wegen seiner hohen Position. Na ja, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder beim Autoverkäufer. Valdez. Thank God. I'll get rid of him in a couple of hours. Genau, wir sehen uns wieder beim Autoverkäufer und dann beantworte ich da auch nochmal die Fragen richtig. Bis gleich, Leute. So, ihr könnt mich jetzt für verrückt halten, aber ich habe gerade den gesamten Fall nochmal neu gespielt, weil mir aufgefallen ist, dass als ich im Auto war mit meinem Partner, kamen noch Dialoge, die ich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt habe. Deswegen bin ich jetzt wieder hier an dieser Stelle. Und deswegen werden wir einmal gemeinsam zum Autohändler einfach fahren.
Gab's denn nicht noch irgendwo? Nö. Finished with Valdez. Thank God. I'll get rid of him in a couple of hours. Ich hoffe, die habe ich euch wirklich noch nicht gezeigt, weil sonst wäre das halt total sinnlos, dass ich das alles nochmal neu gemacht habe. Aber mir war so, als hätte ich euch die noch nicht gezeigt, als hätten wir die noch nicht gehört, die Dialoge. Deswegen fahren wir da einfach gemeinsam hin, so weit wird es schon nicht sein. Wir haben ja sowieso kein Zeitlimit hier. Kann machen, was ich will. Die Videos werden sowieso immer unterschiedlich lang werden. Mr. Valdez moves in some peculiar circles for an international bon vivant. Ah, English, please. See, this is why nobody invites you out for drinks. It's just very industrious of him to be so involved in matters of consular transportation. All right, you're making it worse now. I think what you're trying to say is that lover boy in there is as full of crap as a Christmas goose. That as well. Das war jetzt nicht viel, aber das hat sich irgendwie trotzdem gelohnt. Und so können wir jetzt einfach gemeinsam da einmal kurz hinfahren, ist ja auch nicht so wild. Ob das Video jetzt 10 Minuten länger wird oder nicht, ist jetzt auch nicht mehr entscheidend. Aber ich dachte mir einfach, ey, dieser Dialog, den habe ich euch noch nicht gezeigt und ich wollte euch den nicht vorenthalten und deswegen habe ich einfach mal beschlossen, das Ganze nochmal neu zu spielen. Ist vielleicht nicht, war vielleicht nicht das cleverste, hätte man vielleicht auch einfach lassen können. Entspann dich doch mal ein bisschen. Whoa, warte. Immer mit der Ruhe, Freundchen. Und dadurch, dass wir jetzt von diesem Notizbuch wissen, das ist mal ganz cool, die Stadtbücherei von L.A. Dadurch, dass wir jetzt von diesem Notizbuch wissen, haben wir jetzt auch gleich eine völlig neue Frage, die wir mit diesem Dewey da klären können. Also es öffnet uns auch wieder neue Möglichkeiten. Und übrigens, ich habe das natürlich gerade nachgeschaut bei dem Konsul da, was man da antworten muss. Nicht, dass das irgendwie so rüberkam, als hätte ich das alles so einfach gewusst. Nee, das habe ich nachgeschaut natürlich. So, hier können wir mal wieder ein bisschen überspringen. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, detective, but I know how we can find out. Follow me. Ja, das können wir eben noch mal kurz machen hier. Wir brauchen ja nur so ein paar. So, das brauchen wir einmal. No good. We need diplomatic plates. Und ich glaube, das einzig sonst noch Relevante ist das hier. Aber das müssen wir einmal nochmal kurz lösen dann. Was soll's, machen wir das eben nochmal schnell. Be my guest. You sure you guys aren't interested in a new car? Huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Bla, bla, bla. Give us some alone time, Dewey. Go sell some cars or whatever it is that you do here. Genau, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Wir machen das hier kurz mal. Jetzt bin ich nämlich hundertprozentig sicher, dass die Hinweise, die kleinen Hinweise, einfach nicht zur Sache spielen. Also die... Right. Ist das doch der? Nee. Nee? Wrong size. So, ja, ich bin auch blind. Das ist natürlich das Gelbe. Komm, ist jetzt auch... Nee. Ich hoffe, das wird mir jetzt nicht negativ angerechnet, dass ich das hier ein paar Mal falsch gemacht habe. Weil ich will ja schon gerne meine... 5 Sterne haben am Ende. Gabriel Delgado is missing a 3/4. Ach, dieses Geräusch. Ich glaube, das hat... Das heißt dann, man hat hier alles. Aber das hier alles war ja auch nicht relevant hier, was hier noch lag. Also können wir dann weitermachen jetzt. So, und jetzt wird es nämlich spannend. Jetzt gibt es nämlich neuen Content. If you don't mind, we have a few questions. Genau. Und jetzt können wir ihn nämlich zur Verbindung zu diesem Valdez ansprechen, zum Consul. Packards are great cars, but this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. Ja, da haben wir aber zum Glück einen sehr guten Beweis.
and I know a shyster when I see one. You and Valdez are in this together. Me and Valdez? I hardly know him. Valdez wouldn't wipe his shoes with me. Genau, intime Angaben zu männlichen Kontakten und Telefonnummer von William Dewey. Hm. We found your contact details in Valdez's notebook. He had to be calling you for something, Dewey. Okay. So I met Valdez in a bar. We cut a deal. He bought the car through the embassy. I cut him some change on the side. It happens all the time. Where can we find Delgado? I don't know. Sure as hell isn't here. Address, Dewey, or my partner shoves her head in a car door. Okay, all right. Apartment 3103 Hill Street. And tell him from me, if he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to Kingdom Come. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards will steal anything the minute your back is turned. Hm, sicherlich. Das habe ich auch falsch beantwortet, glaube ich. Hier muss man nämlich böser Cop auswählen. What are you hiding, Dewey? Spill it. You don't want the LAPD getting too interested in this place. So I hire a few illegals. It's cheaper than hiring returning GIs. They have less attitude. Downside is, they're a little light-fingered. Thank you for your help, Mr. Dewey. No problem. God damn that kid. I'm just an honest car salesman. Seems like you just don't know who you can trust these days. Dir zum Beispiel. Going to movies, Dewey. You're missing your calling. Time to visit Gabriel Delgado. See how good his excuse is. Ja, ich würde mir ja fast so noch ein Auto klauen, aber nö, lassen wir mal jetzt. Ich guck mal, ob jetzt noch ein Dialog kommt, ansonsten sehen wir uns einfach wieder beim Straßenrennen, weil sonst haben wir ja schon alles. Also beim illegalen Straßenrennen, ansonsten haben wir ja schon alles gesehen hier. Kommt noch irgendein Gespräch? Wie nochmal über Valdez oder so? Das kennen wir schon, gut. Wir sehen uns wieder beim Straßenrennen. So Leute, da sind wir wieder beim illegalen Straßenrennen. Let's go. Quick, we're getting away. Phelps, 1247, requesting assistance at First and Santa Fe. Reports of an illegal street race. Stay on Delgado. That's what I'm telling you. He's getting away. Gonna lose him. Ciao. Jetzt nur noch du hier. Wir wissen ja mittlerweile, dass wir ihn nicht vorher erwischen können. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Delgado is our boy. Forget the others. Yep. Lay into his wheel arches. Diesmal auch keine Leute in der Nähe. Sehr gut. Keine Menschen, die ich überfahren kann. Ich glaube, das hat eben auch Abzüge gegeben. Umso besser, dass es jetzt nicht so ist. Und ich habe gerade halt die Befragung seiner Frau durchgeführt, wie vorher auch. Da hatte ich ja schon alles... Da hatte ich ja schon alles richtig beantwortet. Ja. Und jetzt verfolgen wir ihn natürlich wieder ein bisschen. Bis zum Sprung. Ich glaube, ich hätte auch gar nicht auf ihn ballern müssen. Lay into his wheel arches. Come on. Boah, das Auto sieht nicht mehr so gut aus, aber das ist okay, oder? Das ist doch... Damn it, Cole, hold it steady. So, jump. Woo! Oh, shit. Mayday. Holy shit, Mann. Das war nicht so... nicht so geplant, aber hoffentlich ist das jetzt nicht schlimm. Hallo, wir haben dich. Top. Gabriel Delgado, you're under arrest for Grand Theft Auto. Fuck you, puto! You should speak to the maricón! Valdez, I shot him! Now who's a man? I should've burned his fucking car!
Hat er das vorher auch schon gesagt mit Valdez? Doch, hat er. Klar. Wahrscheinlich schon, oder? You got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper, a car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That Detective Phelps is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high, and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. Ja, er hätte auch ein Lob bekommen können. Sein Partner. Gut, das war der Fall. Ich hoffe, ich habe alles gefunden. Das sieht aber sehr, sehr gut aus. Und dadurch ist der Fall mit 5 Sternen abgeschlossen. Ja, hier hat man wieder sehr deutlich gesehen, was für einen Unterschied es macht, ob man die Fragen richtig beantwortet oder die Antworten richtig deutet oder nicht. Dem man halt entlarvt, dass es eine Lüge ist oder die Wahrheit ist. Man kommt halt echt an neue Informationen ran. Und das führt dazu, dass man dann auch neue Leute befragen kann, neue Hinweise bekommt. Deswegen, ich muss auch dran denken, diese gefundenen Hinweise sind nicht nur auf dem Boden. Es kann auch sein, dass man durch Gespräche Hinweise bekommt und dafür muss man halt richtig antworten, weil sonst rücken die Leute, die man gerade verhört, vielleicht auch nicht mit den Informationen raus, weil man sie halt nicht genug in die Mangel genommen hat. Und das finde ich einfach extrem geil an dem Spiel. Und ich finde es eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, dass ich es erstmal so für mich probiere und dann auch vielleicht mal falsch liege, weil dadurch sehen wir halt dann auch die optionalen Fail-Dialoge. Und so kann man immer einen guten Unterschied sehen zwischen dem, wo man es nicht richtig gemacht hat und dem, wo man es dann richtig gemacht hat. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und so werde ich es auf jeden Fall weiter beibehalten. Vielleicht liege ich ja irgendwann auch mal einfach so richtig. Ich meine, ich hätte nichts gegen einen Fall, wo ich direkt 5 Sterne erreiche. Aber keine Ahnung, ob das irgendwie so möglich ist. Habe ich eine Trophäe heute bekommen? Nee, heute noch nicht. Gut. Ich würde aber erstmal sagen, das war's mit dieser Folge für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wenn das der Fall ist, dann sehen wir uns doch in der nächsten Folge wieder.